Moin Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von meiner FIFA 22 World Glory. Gestern gab es kein Video, lag einfach daran, es gab leider noch keine Player Picks, die habe ich jetzt heute endlich bekommen. Ihr wisst ja, bei den Picks gab es ja so ein, zwei kuriose Dinge, die wir auf jeden Fall mal ganz kurz aufarbeiten wollen. Zuerst aber, ich habe auf jeden Fall erstmal meine ganzen Karten verkauft gehabt am Wochenende. Ihr seht, ich habe auch schon wahrscheinlich ein neues Team. Ich warte jetzt aber nochmal die roten Picks ab, vielleicht kriege ich auch noch einen roten Zorn oder so, bevor ich euch das zeige. Und vielleicht ändert sich das auch nochmal. Ich habe mir auf jeden Fall so viel, kann ich glaube ich euch schon mal sagen, den guten Dinatale dafür geholt. Drumherum ist aber auf jeden Fall auch noch eine ganze Menge. Denn ich hatte ja auch unter anderem Salah und so gezogen. Ansonsten habe ich Figo und wie gesagt den Raikkonen verkauft. Die Welle lief ja sehr, sehr gut. Den ganzen anderen Quatsch hier, den ich noch über die Tage gezogen habe, aus dem 100kb oder 125kb war es ja, glaube ich, sogar. Und aus irgendwelchen Footdraft-Belohnungen und so weiter und so fort. Also da habe ich dann zumindest noch mal einige Coins gemacht. Ich habe jetzt ja nur noch 22k. Ich hoffe auf jeden Fall, das Ziel heute ist, diesen Tchouameni oder so zu ziehen, diesen ZM von, ich glaube, Monaco. Und den David, den habe ich ja auch in dem 50k-Team gespielt. Das wären auf jeden Fall zwei Karten, die sind, glaube ich, realistisch zu kriegen. Die kosten zumindest nicht ganz Abschluss. David immer ist schon bei knapp 26k und der Tchouameni bei immerhin 14k. Ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, dass die steigen. Das wäre auf jeden Fall insgesamt ganz nice. Ansonsten, was ich euch noch zeigen wollte, ich habe tatsächlich eine von den roten Karten erst Snipe bekommen, und zwar den guten Azpilicueta. Den habe ich einmal schon untauschbar gezogen, aber hier habe ich einen Tauschbar. Die haben jetzt sogar, ihr seht es glaube ich jetzt nicht perfekt in der Cam, seine Price Range auf 47, doch unter dem, hier unten seht ihr es ja. Die haben seine Price Range erhöht. Ich habe den für 25k gekauft und der ist jetzt bei 47.000. Ich frage mich, ob der jetzt immer wieder steigt, weil diese roten Karten, da waren ja nun ganz paar tauschbar. Deswegen gab es ja überhaupt diesen Bug. Den hatte ich mir halt gesniped. Vielleicht habe ich Glück und der geht jetzt immer weiter hoch. Ich weiß es nicht so ganz. Kurz bevor wir die Picks öffnen, noch einmal ganz kurz zu dem gestrigen Content. Und zwar gab es ja den 78 Plus Upgrade. Da nehmen wir gleich auch noch ein, zwei von mit und den Umtiti. Umtiti ist auf jeden Fall eine solide Karte. Aber ich sag's euch so, wie es ist. Mit der Körpergröße, er ist ja auch nur 1,82 Meter groß, ist er halt ähnlich wie so ein Kunde. Umtiti kostet 76k. Ich finde die Karte im Prinzip eigentlich nicht schlecht für den Preis, sage ich euch ganz ehrlich, weil man kann ja halt auch geil verlinken. Barca hat halt keine anderen IVs auf Dauer. Der linkt halt auch nochmal genauso auch zu Mondi und zu einem De Jong. Kunde ist halt, glaube ich, schon nochmal von dem Wert noch ein bisschen schlechter. Also ich finde schon, dass die Karte in Ordnung ist. Ich werde die nicht machen, aber er ist, glaube ich, auch für so kreative Teams ganz geil. Ich hoffe nicht, dass ich es irgendwann nochmal bereuen werde, dass ich den nicht gemacht habe. Aber ja, okay, ich kann ja auch nicht jede Karte immer abschließen. Das zählt halt auch zur Wahrheit mit dazu. Ansonsten, wie gerade schon gesagt, machen wir hier noch ein, zwei von den SBCs. Ich mache einfach nochmal zwei mit, die können wir dann gleich noch hinterherhauen, falls unsere Picks uns enttäuscht haben. Das macht ja dann auch nichts aus den 78 Plus. Normalerweise zieht man da sowieso nur 78er. Aber ist ja eigentlich, ist ja nicht so schlimm. Bisschen Schwund ist immer, sage ich ja gerne. Deswegen, ich nehme mal hier ein paar Verteidiger mit oder vielleicht ein paar, die ein bisschen lower gerated sind. Vielleicht ein Brasilianer. Hier habe ich noch den. Thilo Kehrer kann auch weg. Das sollte hoffentlich genügen an Chemie, wenn ich die beiden IVs hier reinstelle. Schauen wir mal. 14, 21 Chemie. Wunderbar. Dann haben wir die beiden auch noch fertig gemacht. Und dann würde ich sagen, gehen wir mal rein in unsere Player Picks. Wie gesagt, das Team zeige ich euch da morgen. Das Ziel ist auf jeden Fall, diesen Tchouameni will ich irgendwie haben. Auf den habe ich richtig Bock. Fragt mich nicht, warum. Ich glaube halt einfach, dass der erstmal sehr geil in-game auch sein kann. Aber einfach, dass der halt generell cool ist. Ich habe ja auch 5 zur Auswahl, weil wir haben ja den ersten rangeholt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was bei euch drin war, ob ihr einen roten Son hattet. Foden kann ich ja auch nicht gebrauchen. Den habe ich auch schon untauschbar. Wenn dann halt noch Suarez oder einen guten Talisca. Abfahrt, 3, 2, 1, auf geht's. Erster Pick, wen haben wir? Tchouameni, da ist er doch. Nice. Okay, also den nehme ich definitiv, habe ich euch ja schon gesagt. Kevin Trapp, sonst der mit der höchsten Bewertung. Dieser Danjuma hat ja letztes Jahr einen Top 10. Haben wir, glaube ich, auch mal kurz gespielt auf der RTG. Aber mit 80 Abschluss, da kannst du, glaube ich, auch gefühlt mit einem goldenen Guedes spielen. Gibt's, wenn es den überhaupt noch gibt. Im letzten Jahr hatte der so eine 81er-Karte. Ich weiß gar nicht, wie das in diesem Jahr ist. Den brauche ich nicht, aber Tchouameni ist auf jeden Fall schon mal ein guter Anfang. Jetzt noch David und ein Son.
Da würde ich mich dann nicht beschweren. Oder Lafont würde ich ja auch nochmal spielen. Das ist auf jeden Fall der beste französische Torwart. Der könnte halt zu Kimpembe linken, falls ich nochmal einen anderen Franzosen brauche, weil halt Donnarumma und Navas natürlich nicht aus Frankreich kommen. Also Lafont wäre auch noch nice. Den roten Fastnacht habe ich auch schon. Also ich habe ja auch schon ein, zwei rote. Abfahrt, nächster Pick rein da. Gucken wir mal rein. Es gibt einen. Ach du Heilige, das ist ja gar nichts. Wright, Evans, Lienhardt, dann Juma und Kara. Ist ja gar nicht mal so gut. Dann nehmen wir dann wahrscheinlich dann Juma mit für irgendwelche Icon-Swaps in Zukunft oder so. Lienhardt, was soll ich mit dem? Wright, immerhin 4 Sterne Wakeford, aber ist halt nur eine 75. Okay, das war jetzt, wie soll ich sagen, gar nicht mal so gut. 82er, 81er, 10 und 40k. Wendell wäre auch noch einer, den ich mitnehmen würde. Also Wendell, Tonali, Lafont, David oder zumindest mal ein Talisca oder ein bisschen Bewertung. Also komm hier, straft euch, Abfahrt. Oder Son, Wendell, Suarez, Lafont und Locatelli. Alter, das ist jetzt auf einmal voll der Gute. Ich hätte jetzt eigentlich zum Spielen Lafont genommen. Aber wir nehmen dann wahrscheinlich die Bewertung mit Suarez. Ne? Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr geiler Pick. Hilfe, also da hätte ich ja direkt 3 von genommen. Bis auf dann Juma und Locatelli. Aber Suarez hat eine 89, den kann ich wahrscheinlich sehr gut in Zukunft für SBCs benutzen. Der kostet auch 40k, 89er. Auch wenn die gerade nicht so teuer sind. Vielleicht können wir den auch nochmal zocken. Ich weiß es nicht, aber dann nehmen wir, glaube ich, safe Suarez. Die sind auch alle untauschbar, das ist nochmal wichtig. Das hat EA auf jeden Fall behoben. Also wie gesagt, achtet da nochmal drauf, falls ihr eure Rewards schon am Freitag geöffnet habt, ob ihr nicht noch tauschbare rote Karten habt, weil die sind teilweise relativ teuer. Selbst so ein Tchouaméni kriegt ja dann halt für 30k verkauft und ihr könnt dann einfach theoretisch den Inform kaufen. Also wenn ihr jetzt nicht so viele Münzen habt, ist das gar nicht so dumm. Ich überlege halt meinen Azpilicueta auch für 48.000 zu verkaufen. Das wäre eigentlich ganz nice. Wichtig ist, dass ich den hier bekommen habe, damit bin ich zufrieden. Zwar ist noch ein bisschen SPC-Futter. Das lief doch eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, ganz gut. Ziehen wir noch die beiden 78 plus Goldspieler. Schauen wir da einfach nochmal rein. Vielleicht haben wir da ja heute noch Glück. Das ist sogar ein 83 plus. Ne? Das ist immer ein Sandro. Habe ich den schon? Ich glaube, den habe ich abgegeben. Ich habe nämlich eine SPC gemacht. Seht ihr dann morgen. Von einem Innenverteidiger aus der Serie A. Da konnte ich den dann sehr, sehr gut benutzen. Also es war ein 83er, war auch in Ordnung. Wobei 83er kosten ja auch aktuell immer noch überhaupt gar nichts. Und im letzten kein 83er war mehr drin. Das gibt einen Sucek. Alles klar, dann war es heute ein einigermaßen, ist sogar ein 82er immerhin. Dann war es heute ein einigermaßen kurzes Video. Aber morgen, das wird dann auf jeden Fall wieder länger. Wir hatten halt jetzt nur noch die Aufgabe, unsere Picks zu öffnen. Darauf habe ich jetzt eigentlich einfach nur gewartet, deswegen, die Picks waren, denke ich mal, solide bis in Ordnung mit dem Suarez, mit dem Tchouaméni, das geht klar und dann sehen wir uns morgen wieder zu einem etwas längeren Video mit ein bisschen mehr Gameplay und wahrscheinlich mit meinem neuen Team, das wird auf jeden Fall nice, ich freue mich, wenn ihr morgen wieder mit dabei seid, macht's gut, Leute, haut rein und ciao!